70 Kilometer südwestlich von Köln im Kletterparadies Eifel erwartet die Spezialisten um Notärztin Dr. Silke Konrad heute ein Notruf der besonderen Art. Und zwar nicht nur, weil es sich um einen gefährlichen Einsatz in unwegsamem Gelände handelt. Leitstelle Köln. Hallo, hier ist Nick Brinkmann. Wir hängen hier am Abhang fest. Wir brauchen schnell einen Hubschrauber. Herr Brinkmann, ganz ruhig. Wie viele Personen und wo befinden Sie sich? Wir sind gerade zwei Personen, sind wir. Wir befinden uns am Kletterpark Eifel. Bitte kommen Sie schnell. Alles klar, Herr Brinkmann. Wir schicken Team los. Sie können jetzt auflegen. Okay, danke. Tschüss. Weil kein Hubschrauber verfügbar war, fährt neben zwei Rettungswagen und dem Notarzt auch die Höhenrettung der Feuerwehr zur Einsatzstelle. Dort wird das Vorgehen der Teams koordiniert. Pass auf, komplettes Equipment. Also ich würde mal eher sagen, wir nehmen das Beinbord auf jeden Fall mit. Okay. Was komplettes denn mit? Monitoring. Ja, wir gehen von allen Verletzten aus, dann nehmen wir Rucksack, ihr nehmt euer Kram. Wir helfen euch. Ja, wir nehmen das Beinbord mit. Weißt du jetzt was? Wir müssen jetzt komplett alles. Ja, das muss hier vorne hoch sein. Wir wurden hier zu dieser etwas diffusen Einsatzstelle gerufen mit der Meldung, es würden zwei verletzte Kletterer in dieser Kletterwand sich befinden, die bereits eine Hubschrauberrettung angemeldet hatten. Melderin oder Melder? Gibt es den denn jetzt hier? Nein. Die sind da hinten. Ein junger Mann, der hat da angerufen und hat nach einer Hubschrauberrettung bestellt. Okay. Und die Zentrale hat aber keinen Hubschrauber frei im Moment. Die haben uns jetzt mit der Höhenrettung erstmal hier hingeschickt, erstmal zu sondieren, was hier überhaupt Sache ist. Ja. Prinzipiell lassen wir uns von Verunfallten bzw. von einem Anrufer natürlich nicht im Vorfeld diktieren, welche Einsatzmittel wir anzubringen haben. Zu diesem Zeitpunkt wäre kein Hubschrauber verfügbar gewesen. So haben wir uns dann entschlossen, mit einer erhöhten Anzahl an Personal, also einfach mit mehr Manpower und direkt mit dem Höhenrettungszug, hier diese Einsatzstelle zunächst zu begutachten. Das muss hier in der Ecke sein. Aber normalerweise müssten die auch auf Zuruf reagieren. Weil die haben ja auch telefoniert, sind also beide ansprechbar. Deswegen haben wir die Nummer mit dem Hubschrauber nicht verstanden. Da haben wir jetzt deswegen extra mal hier ist der Rettungsdienst. Den Höhenrettungszug mitgenommen. Hallo? Ach, da war was. Da müssen wir hier vorne rechts. Oh, hast du was gehört? Hallo? Ja, das muss hier vorne rechts sein. Hier um die Ecke. Er hält ja mehrere Wege, ne? Ja, das ist ja hier total vertrackt. Ja. Hallo! Da wir hier aufgrund der lokalen Voraussetzungen nicht direkt an den Unfallort fahren konnten und wir auch keinen Melder vor Ort hatten, mussten wir erstmal schauen, wo sich die Betroffenen befinden, sodass wir erstmal einen längeren Fußweg durch das gesamte Waldgebiet vornehmen mussten, um die Verletzten zu finden. Hier hat er den Rettungsdienst verständigt. Hallo. So. Hallo. Was passiert? Er hat sich am Knöchel verletzt. Er hat sich am Knöchel verletzt? Ja. Eine Hubschrauberrettung bestellt. Genau. Er kann nicht mehr laufen. So, hallo. Eine Hubschrauberrettung. So, ich bin die Wo soll man denn hier mit dem Hubschrauber herkommen? Wo soll denn hier mit dem Hubschrauber hinkommen? Kam der Hubschrauber? Nee, es kommt noch kein Hubschrauber. Was ist denn hier passiert? Für eine Knöchelverletzung, da kann man getragen werden. Hat sich hier den Weg entlang. Wir gucken da jetzt gleich mal. Ja, komm, dann kümmern wir uns. Dann schauen wir erstmal. Aber hier für eine Knöchelverletzung, ne? Wir sind ja hier mit Notarzt gekommen und alles, ne? Also, weil wir sind mit zwei RTWs auf einen freimelden. Wir haben hier nur ein Distorsionstrauma. Okay. Mehr nicht? Mehr nicht, definitiv nicht. Also ihr seid hier nur zu zweit? Ja, doch, er kann ja nicht mehr aufstehen. Ja. Anstelle von zwei Schwerverletzten in der Kletterwand fanden wir jetzt hier zwei Jugendliche vor. Einer saß, war etwas schmerzgeplagt, fasste sich da an den Fuß. Der andere war wild gestikulierend, war froh, dass wir jetzt da waren. Wir haben erst mal gefragt, was passiert. Ja, da sagte er, ja, wir sind hier umgeknickt. Prima vista, waren keine weiteren Verletzungen zu sehen, sodass wir hier die Situation insgesamt schon sehr merkwürdig fanden. Fest steht, die Kumpels haben bei Absetzen ihres Notrufs maßlos übertrieben. Die Antwort auf das Warum findet ein Kollege der Höhenrettung in einem bekannten Kletterforum im Internet. Mann, sind das nicht unsere zwei hier? Das sind die zwei. Die haben hier was gepostet. Das hat die letzte im Internet gefunden. Aufstieg geschafft. Ja, Aufstieg geschafft. Jetzt geht's mit dem Medi zurück. Ja, super, Leute. Wisst ihr, was das ist? Nee. Also, habt ihr eine Bombe geköpft oder was? Weißt du, wie teuer das ist? Alles klar. Das ist ja kein Spaß. Reden wir später. Genau. Wir haben ja da kommt in jedem Fall noch was nach für euch. Das regeln wir aber gleich. Ja, das werdet ihr gleich durch die Polizei erfahren. Zunächst war unser erster Eindruck vorsichtig ausgedrückt. Die haben einen Knall. Denn es stellte sich relativ schnell heraus, dass die Jungs eigentlich nur einen Hubschrauberrundflug buchen wollten. Die beiden jungen Männer werden sich hier sicherlich polizeilich erst einmal
eines Verhörs unterziehen müssen. Diesbezüglich wird sicherlich von unserer Seite eine Klageerhebung wegen des Missbrauchs des Notrufs kommen. In zweiter Instanz hat die Leitstelle einen Hubschrauber in Abruf gebracht. Auch diese Kosten werden auf die jungen Leute zukommen. Das heißt, sie werden sicherlich in größerem Umfang zur Kasse gebeten. Wir melden uns frei, komm, dann können wir fahren. Es ist heute eh viel los. Ja, also komm, dann sind wir draußen. Hallo. Zum Glück treffe ich Sie. Mein Mann liegt da unten, der ist schwer verletzt. Können Sie bitte schnell mitkommen? Wo ist der Mann? Ich weiß nicht, was passiert ist, ob er abgestürzt ist. Was ist denn? Er ist auf jeden Fall schwer verletzt. Komm, Mike, komm mal bitte. Ja. Da die Jugendlichen offenbar soweit unversehrt sind, kümmern sich die Einsatzkräfte jetzt um die junge Frau. Sie war nicht dabei, als ihr Mann verunglückt ist, hat ihn aber hilflos unterhalb eines Steilhangs gefunden. Wir haben uns gestritten über die richtige Route. Er wollte einen Weg gehen, wo ich aber wusste, dass er wegen Steinschlag gesperrt ist. Aber er wollte mir nicht glauben. Dann hier unten ist es. Hier muss es irgendwo, da liegt er. Wie heißt Ihr Mann? Rolf. Rolf! Können Sie mich hören? Also ansprechbar ist er. Wo ist er denn? Zirke, da unten. Okay, ja, aber langsam. Ja. Wir kommen. Moment. Wir suchen uns jetzt einen Weg da runter. Hier geht ihr auf keinen Fall runter. Nee. Unser erster Eindruck war erst einmal, wie sollen wir da runterkommen? Und wie sollen wir den Verletzten da auch wieder herausbekommen? Was ist denn hier überhaupt passiert? Also ich weiß nicht genau, was passiert ist. Wir haben uns gestritten. Macht ihr euch auf den Weg? Über den richtigen Weg. Ich habe ihm gesagt, dass der Weg wegen Steinschlag gesperrt ist. Aber er wollte ihn trotzdem laufen. Und dann bin ich zurück zum Parkplatz. Ich war sauer auf ihn, stand am Auto. Ich habe gedacht, er kommt wohl hinterher und entschuldigt sich vielleicht. Aber als er nicht wiederkam, bin ich los, bin hier lang gelaufen und habe ihn da unten gesehen. Okay. Jetzt versuchen Sie sich erstmal zu beruhigen. Wir kümmern uns. Ja. Wir kümmern uns jetzt um Ihren Mann. Ne? Über den Steilhang gibt es keine Möglichkeit, den Verletzten zu erreichen. Während alle übrigen auf dem Weg warten, machen sich Sanitäter Franco Fabiano und Stefan Kritsch von der Höhenrettung auf die Suche nach einem anderen Zugang. Ja? Nee, das ist, guck mal, da kommst du mit der Trage überhaupt nicht durch. Hier hast du überall. Das ist total unsicher, das Gelände hier total. Also da ist, das wird tricky, das sag ich dir jetzt schon. Guck mal hier, das ist doch wie ein Weg. Für uns, für den Transport. Hör mal, da kommen wir doch runter. Links? Der ist doch jetzt auf 11 Uhr, ne? Müsste ja sein. Da kommt der Weg runter. Ja, guck mal. Ja, guck mal hier, das ist doch ein richtiger. Das sieht gut aus. Achtung. Der abgestürzte Wanderer ist fast erreicht. Noch weiß niemand, wie schwer er verletzt ist. Wie es zu dem Unglück kommen konnte, wird noch für Erstaunen sorgen. Kümmer du dich um den Patienten. Ich sehe zu, dass die anderen auch hier runterkommen. Alles klar, gut. Ich weiß jetzt den Weg, wie wir hinkommen. Ich fange mit der Erstsichtung an, Silke. Ja. Der wird euch jetzt gleich den Weg zeigen, ja? Die Höhenrettung. Ganz kurz ein Check. Alles mitnehmen. Ja, Gott sei Dank. Bringt alles mit. Wir haben auf jeden Fall eine Fehlverletzung. Ja gut, dann komplettes Programm. Ja? Okay, pass auf, Rolf. Ich kenne deinen Namen ja schon, ne? Ja. Alles klar. Das ist auf jeden Fall hier ein kleines Problem, ne? Ja. Wir werden uns jetzt mal drum kümmern. Ja? Die Notärztin ist auch da. Wir sind ja alle jetzt da. Bitte. Wird auf jeden Fall. Wie sieht's mit der Luft aus? Bleib ganz ruhig, ganz ruhig. Ach Gott. Er ist auch ein wenig eingeklemmt. Ich zieh das mal ein bisschen weg hier. Wie ist das denn passiert, Rolf? Ich war da oben wandern und irgendwie kam plötzlich in Äste an. So eine ganze Lawine. Ganz ruhig, bleib ruhig. Und die haben mich hier runtergerissen. Und wer hat dich runtergerissen? Die Äste. Die Äste haben dich runtergerissen, okay. Dann von da oben, ja? Hier. Genau. Alles klar, ich mach das jetzt erstmal auf, ich guck mir das an. Okay, das geht mit der Luft, ja? Ja, noch. Als wir den Patienten etwas genauer betrachtet hatten, war mir eigentlich schon klar, aufgrund seiner Ausrüstung, ein versierter Wanderer, der stürzt nicht einfach so von einem Waldweg ab, sondern da muss irgendwas im Vorfeld passiert sein, das ihn diesen Abhang hat herabstürzen lassen. Der 34-Jährige hat erklärt, dass ihn Äste in den Abgrund gerissen haben. Bald werden die Spezialisten herausfinden, woher das Gehölz kam. Zunächst hat aber die Versorgung des Verletzten Vorrang. Ich bin die Notärztin, Konrad ist mein Name. Wir kümmern uns jetzt um Sie. Können Sie mal den Mund aufmachen, bitte? Kriegen Sie gut Luft? Ja, super. Okay, ich höre mal auf die Lunge. Ja. Wie gesagt, eben kein. Du machst hier auf. Beidseits vesikuläres Atemgeräusch. Becken war soweit stabil. Machen Sie mal die Augen auf, bitte. Beidseits auch Isochor. Der Patient war ansprechbar, er war auch zeitlich, örtlich und auch zur eigenen Person orientiert. Er hatte natürlich starke Schmerzen. Er hatte eine Fehlungsverletzung im Bereich des Abdomens. Ein Holzstab hatte sich tief in den Bauchraum hineingepresst. Des Weiteren
hatte er eine Oberschenkelfraktur, die Gott sei Dank nicht disloziert war. Der übrige Bodycheck war Gott sei Dank ohne Befund. Er hatte weder ein A- noch ein B-Problem, sodass wir uns relativ zügig entschieden haben, hier eine medizinische Versorgung und Schmerztherapie einzuleiten, um ihn hier aus dieser Situation zügig in den RTW zu verbringen. Ich bin immer noch nicht im Klaren darüber, wenn er den ganzen Weg da runtergerutscht ist. Entweder hat er sich da oben vertreten. Der ist irgendwie gefallen. Also, ja, aber der ist den ganzen Weg hier runter, ne? Ja, das ist irgendwie ein bisschen kurios, was er mir da erzählt hat. Wieso, was hat er gesagt? Ja, mit dem ganzen Gestrüpp und wäre dann da runtergefallen. Er geht ja wandern. Ja, ja, ja. Und da bin ich jetzt nicht ganz helle geworden. Nein, vor allen Dingen, wenn der versierter Wanderer ist, dann latscht er auch nicht an der Kante da vorbei. Nee, das ist ja das. Die komischen, das sind frisch geschnittene Baumstämme. Weiter Zugang vorbereiten. Wir haben auch noch eine Oberschenkelfraktur, das blutet höchstwahrscheinlich. Sollen wir nicht gleich auf ein Zweimutterbein fixieren? Ja, lass erstmal ganz kurz jetzt erstmal eine Schmerzmedikation machen und dann tun wir uns aufs Bein durch. Ihr dürft nur nicht vergessen, da sind Baumstämme runtergekommen. Ja. Wir wissen nicht, was da noch alles runterkommt. Also haltet euch da nicht so lange auf. Ja gut, aber Schmerzmedikation, wir kriegen nicht gelagert. Wir müssen mal bitte erstmal den Schuh aus. Gucken wir mal durch Blutung. Da sind Baumstämme runtergekommen. Nee, nur den hier. Und das schließt du dort? Ja, hier liegt einer, der Frankfurt eben einen Baumstamm da. Ja, das habe ich nicht mitbekommen. Ja. Genau, hier also hier sind Baumstämme runtergefallen. Ja, hier Baumstämme runtergefallen. Ja, dann kann das natürlich möglich sein, dass die den oben am Weg abgeräumt haben. Kommt weiter? Ja, klar. Dass der dann den ganzen Hang runtergegangen ist. Ja, gut, dann müssen wir gleich mal eruieren. Ja, in dem Zusammenhang muss man klar sagen, solche geschnittenen Baumteile bewegen sich nicht von alleine oder stürzen irgendwo herab. Und da die beiden Jungs mir im Vorfeld durch ihre Hubschraubernummer schon unangenehm aufgefallen sind, habe ich mir gedacht, vielleicht frage ich die mal, ob die irgendwas gesehen haben. Die Kletterer warten am Rande des Geschehens bei der Frau des abgestürzten Wanderers. Bevor die Einsatzkräfte ihre Daten aufgenommen haben, dürfen die Jungs nicht nach Hause gehen. Nach dem missbräuchlichen Notruf vermuten die Spezialisten jetzt, dass sie womöglich noch mehr auf dem Kerbholz haben. Ihr habt kein Equipment dabei? Ja, dann hier die Nummer mit der Hubschraubergeschichte. Was ist hier am Start? Also was ist passiert? Das ist jetzt hier kein Spaß mehr. Ich hatte echt mein Bein. Du bist unverletzt. Du hast nichts. Du kannst gehen. Habt ihr das vorgetäuscht oder was? Ja, die Jungs wollten mal ein bisschen mit dem Hubschrauber durch die Gegend fliegen, war so, glaube ich, so der Plan. Wie kann man denn so blöd sein, ganz ehrlich? Wie kann man so dämlich sein? Nein, wirklich nicht. Wir haben das echt nicht vorgetäuscht. Ey, mein Mann liegt da und ist echt verletzt und ihr macht euch einen Spaß aus sowas. Überlegt mal. Habt ihr irgendwas damit zu tun, oder? Habt ihr hier ihr habt gehört, ne? Da sind Balken runtergekommen. Seid ihr da am Start gewesen? Habt ihr damit irgendwas zu tun, Jungs? Ja. Das ist eure Möglichkeit. Nein, wir sind einen anderen Weg gegangen. Später wird sich zeigen, dass die beiden Freunde damit nicht ganz bei der Wahrheit sind. Doch jetzt gilt es für den Verletzten am Fuße des Steilhangs keine Zeit zu verlieren. Leute, ich will kein Spielverderber sein, aber ich weiß nicht, ob da noch Stämme runterkommen. Ja, wir machen ja schon zu, dass, ja, sieht zu, dass ihr aus dem Gefahrenbereich oder nicht, dann tragen wir sonst nach da jetzt erstmal. Ja oder nein? Dann ansonsten machen wir hier Crashrettung, dann bin ich hier ruckzuck weg. Ja. Ist sicher oder ist nicht sicher? Dein Part. Haben wir noch einen zweiten Rucksack? Dann lass uns hier vorne hingehen. Okay. Dann erst alle mal anpacken. So. Paar gut, mal alles klar. Und aus dem Gefahrenbereich mittragen? Ja. So. Ja, komm. Der Patient hier wird jetzt dem Schockraumteam der Klinik am Südring vorgestellt. Hier wird natürlich sofort eine chirurgische Intervention eingeleitet. Der Fremdkörper muss entfernt werden nach entsprechender Diagnostik. Auch die Oberschenkelfraktur wird operativ versorgt werden müssen. Der Patient wird jetzt eine relativ lange Zeit höchstwahrscheinlich im Krankenhaus verbringen, aber ich gehe davon aus, dass es alles folgenlos ausheilen wird. Achtung, ich muss weg hier. Weg. Ich hänge hier. Hast du den? Ich habe hier einen Stock. Hier ist ein Stock. Ja, Moment mal. Pass auf. Okay, hier guck mal. Hast du in der Mitte Stolper gefahren? Ja, hier vorne. Wo Heiko ist. Ist doch ein Kletterhaus. Hier sicher oder nicht? Moment schon mal. Da können wir ablegen. Mal langsam. Das ist ein Kletterhandschuh, oder? Das ist ein Kletterhandschuh, ja. So, einer macht mir noch mal einen Rucksack auf. Komm mal mit. Du machst mir mal einen Rucksack auf, ich will hier mehr verwandeln. Das habe ich doch richtig gesehen gerade. Kletterhandschuh. Nee. Still! Freundchen, bleib hier. Stell dich hier hin und bleib hier ja stehen. Ja, was ist passiert? Ja, den habe ich kassiert. Der ist unterwegs, wahrscheinlich auf dem Weg hinter uns her. Ist der gestürzt hier. Alles okay? Ja, schau's mal an. Ja, lass uns doch nicht kommen. Ja, ich guck. Komm, du bleibst hier. Zwei Mann reichen dir aber. Guck mich mal an. Fest. Guck mir auf die Nasenspitze. Einmal den Finger hinterher. Bist du mit dem Kopf hier irgendwie aufgeschlagen?
Ich bin auf dem Gesicht, aber noch auf dem Moos gelandet. Ja, es blieb mir da nichts anderes übrig, als die Verfolgung aufzunehmen und den jungen Mann versuchen einzuholen. Als ich dann im Hintergrund quasi mitbekommen habe, dass der zweite junge Mann wohl auch die Verfolgung aufgenommen hatte und im Bereich dieses unteren Waldweges eine Kurve nicht gekriegt hat und sich dann da ziemlich unsanft abgelegt hat. Mein erster Gedanke war natürlich, hoffentlich ist ihm jetzt nichts Ernsteres passiert, aber zu dem Zeitpunkt hatte ich ja auch quasi die flüchtige Person schon beim Schlawittchen. War das nötig? Ja? Es tut uns echt leid, wirklich. Was ist denn hier passiert? Nun los, Butter bei der Fische. Wir waren da oben, hatten da gefrühstückt und wir hatten uns da oben auf Balken drauf gesetzt. Ich hatte die Handschuhe ausgezogen. Ja, und dann sind unter uns die Stämme halt weggerutscht. Ja, okay. Aber wir wussten auch gar nicht, dass hier jemand am Spazieren war. Das war nicht mit Absicht gemeint. Ja, Leute, aber trotzdem. Wir wollten nur Hubschrauber fliegen. Ja, ihr wolltet Hubschrauber fliegen. Ja. Jetzt könnt ihr von Glück reden, da der Hubschrauber fliegen wollte, sonst hätten wir den alten Mann da, den Mann da wahrscheinlich nie gefunden. Aber Leute, das ist nicht so geplant. Ja, da habe ich ja Verständnis für, aber was ist das für eine Nummer? Und dann auch noch abhauen. Also, ihr könnt euch noch mehr in Teufelsküche bringen. Jetzt müssen wir die ganze Sache gleich erstmal regeln. Jetzt gucken wir erstmal, dass wir deinen Kollegen hier wieder ein bisschen verarzten, wenn der Sani jetzt da ist. Und dann müssen wir die ganze Sache, so leid mir das tut, natürlich der Polizei melden. Dann muss man mal gucken, wie es weitergeht. Ne? Das war dumm. Abschließend kann man zu diesem Einsatz sagen, in diesem Falle hatte der Wanderer eigentlich durch den abgesetzten Notruf der beiden Leute ziemlich viel Glück. Sonst wären wir nicht mit so viel Manpower da angerückt und hätten wahrscheinlich größere Probleme bekommen, den gestürzten Wanderer da herauszubekommen. Der Kletterer ist mit ein paar Kratzern davongekommen. Der 19-Jährige und sein gleichaltriger Kumpel müssen sich wegen Körperverletzung und Missbrauchs des Notrufs vor Gericht verantworten. Der verunglückte Wanderer wurde in der Klinik sofort operiert. Der Ast konnte dabei problemlos aus seinem Bauch entfernt werden. Auch der Oberschenkelbruch ist folgenlos verheilt. Allerdings verbrachte der Mann 10 Tage im Krankenhaus. Von der Haftpflichtversicherung der Jugendlichen erhielt er zumindest ein Schmerzensgeld.